Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zu unserer Leierkastenandacht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, Gott, heißt es im 31. Psalm. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Gott, ein starker Fels, eine Burg. Ein starker Fels, der fest steht in der Landschaft. Den kann niemand wegbewegen. Der ist da. Eine Burg, die schützt alle, die drinnen sind. Geschützt sein, gehalten sein, wie wichtig ist das für uns? Halt mich mal, halt mich fest, umarm mich mal. Wie oft sehnen wir uns danach? Wie gut, wenn da jemand ist, der uns hält, dass wir spüren, wir können gar nicht fallen. Unser Gott ist da, an unserer Seite. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Starker Fels, Burg. Ich spüre das manchmal beim Beten. Ich erlebe das manchmal, wenn ich einen großen Baum sehe mit dickem Baumstamm und mich da anlehne. Ich merke das, wenn mich jemand anruft, mich besucht, mir schreibt. Da ist einer, der uns hält, der uns trägt. Amen. Lasst uns miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.